Hallo, hier ist mal wieder der Stefan von Drucktipps 3D mit einem weiteren kleinen Zubehör-Unboxing. Wer hier sieht, kann es glaube ich auch schon erraten, um was es geht. Es geht um Filamentabroller, Filamentaufbewahrung. In einem ersten kleinen Video hatte ich ja schon hier die Isan E-Box erwähnt. Das ist eine Filamentbox mit einer Heizung und einer Waage, und das nehme ich, um leicht feuchtes Material so während dem Drucker her zu trocknen. Die Heizleistung ist nicht sonderlich groß, also eine wirklich komplett feuchte Rolle trocken kriegen ist wahrscheinlich utopisch. Das machen wir dann mit dem Dörrobstgerät oder dem Backofen. Dann noch gar nichts dazu gesagt, habe ich hier die Polybox von Polymaker. Man sieht, wir kriegen da auch zwei größere Rollen rein. Die hat keine Heizung, die hat keine Waage. Die funktioniert mit zwei großen Silikagelkissen. Die werden mitgeliefert. Und was macht es nun? Es zieht einfach nur die Feuchtigkeit aus der Luft in der Box. Wir sehen hier, ich habe hier 15% Luftfeuchtigkeit in der Box, und das ist gut zum Lagern und auch direkt aus der Box rausdrucken von PVA, von Nylon, und so nutze ich das auch. Diese Silikagel-Dinger, die taugen nicht, um bereits feuchtes Filament zu trocknen. Aber hier für diesen Zweck Nylon und PVA drucken und sicher aufbewahren, damit sie nicht feuchter werden, da funktioniert das gut. Ist natürlich auch sakrisch teuer, das muss man auch sagen. Die E-Box ist auch kein Schnäppchen. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist, tada, noch so ein Ding. Die Polaroid Filament Holder und Scale. Also ein Rollenhalter mit Waagefunktion. Ohne Heizung. Also trocknen ist da völlig außen vor. Wir haben ein Handbuch. Gut, ich meine ein Handbuch. Ja, in Deutsch. Das dürfte also relativ schnell ausgepackt sein, habe ich so das Gefühl. Was hat der gekostet? Amazon 29 Euro. Ich setze einen Link unten hin, falls den jemand haben will. Und ja, die Kamera zeigt mal wieder alles, nur nicht das, was sie zeigen soll. Das ist das gute Stück. Und wie ich sehe, na, da oben dürfte die Wiegezelle mit drin sein. Jetzt schauen wir mal hier rein. Zweimal AA, nicht mitgeliefert. Das ist doof. Habe ich welche rumliegen? Bin gleich wieder da. Muss Batterien holen. Normalerweise würde ich da Eneloops probieren. Ich stehe auf Eneloops, ich stehe sowieso auf Akkus. Aber das habe ich jetzt keine geladenen hier. Dann müssen es die tun. Also zweimal Doppel-A. Da geht schon. Jetzt brauche ich doch tatsächlich für einen Rollenhalter eine Anleitung. Die Gummiknöpfe. Dann probieren wir das Ganze auch gleich mal mit meiner dicksten Rolle. Das sind 1 Kilo Rollen.
mit etwas Überbreite. Und schauen wir mal, ob die drauf gehen. Auch nicht wirklich. Was zeigt er an? 874 Gramm. Ja, das kannst du ungefähr hinkommen. Ich wiege es mal mit einer richtigen Waage. 1095, 874, das heißt, er hat schon etwa 220 Gramm für die Leerrolle hat er schon abgerechnet. Die ist zu breit, die passt nicht richtig drauf, das ist doof. Aber das ist das Problem. Das sind hier meine Rigid Ink Rollen und das sind die Rollen von Prusa. Die haben beide Überbreite, die gehen auf diese normalen Rollenhalter einfach nicht gescheit drauf. Nehmen wir hingegen eine, ja, das sind so die üblichen 750 Gramm Rollen. Die gehen spielend, da geht sogar noch ein bisschen was Breiteres. Und was zeigt er jetzt hier an? 403 Gramm zeigt er mir. Was zeigt die richtige Waage? So, was sagt die Kern? Ja, die ist jetzt nicht. 624 Gramm. Schalt mal den nochmal aus. Schalt mal den nochmal ein. Bereits abgezogen das Spulengewicht. So, jetzt ging das irgendwo hier mit Umschalten, da nicht, da auch nicht. Hey, die Anleitung ist Kauderwelsch. Ausgehend von der Skala abdrücken und halten Sie die Set-Taste dann geschaltet. Während noch die Set-Taste drücken Sie die Power-Taste, schalten Sie die Waage halten. The fuck! Maximale Wiegefähigkeit 1500 Gramm. Höchste Auflösung 1 Gramm. Das ganze Ding wiegt 650 Gramm. Und was es halt nicht hat, ist irgendwelche Trockenfunktionen hat es nicht. Es hat keinen Staubschutz. Es ist also wirklich nur rein zum Abschätzen, wie viel Material habe ich noch auf der Rolle. Jetzt machen wir das mal nochmal. Ich schaffe das mal nochmal aus. Ich glaube, jetzt habe ich das nämlich begriffen. Wir drücken und halten Set. Wir schalten ein. Jetzt sagen wir mal hier, unsere Rolle ist eine kleine Rolle. Die hat nur 120 Gramm. So. Wenn ich jetzt recht habe und einschalte, dann benutzt er jetzt automatisch die 220, jawohl, 403. Also das fest eingespeicherte Spulengewicht 220 zieht er ab, wenn hier dieses T-Ding steht. Und ich kann auf ein geändertes Gewicht umstellen, wenn ich auf Set drücke. Und dann sind es 503, das hat also gestimmt. Jetzt hat er das alternative Spulengewicht abgezogen. Scheint also zu funktionieren. Wir schalten aus, wir schalten ein. Wir versuchen mal nochmal eine andere Spule. Ja. Was dürfte die so haben? Die Kern sagt 1094 inklusive Spule, das wären dann also so 870 ohne Spule. Und was sagt er? Ohne Spule, das passt. Ja, gut, ich meine, ein Schnäppchen ist das Ding auch nicht. Es hat keinen Staubschutz, es trocknet nicht.
Aber es sieht eigentlich ganz nett aus und ja, er zeigt mir das Gewicht an. Ja, no. Es ist ein Gimmick. Es ist nicht allzu teuer. Es sieht, glaube ich, ganz schick aus, oder? Ja. Also als Geschenk für jemand, der eh schon alles hat, warum nicht auch der Polaroid? Ja, okay, der Nutzen ist. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. War schon wieder viel zu viel Gelaber. Schaut mal bei uns im Blog wieder rein. Uwe, Ralf, Peter und Ela freuen sich auch, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis dann mal. Ciao, ciao.